Ich bringe Geschenke schrittweise, abhängig von der Reinheit der Seele. Mittwoch, 4. September 2013, 18 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, der lebendige Gott, gegenwärtig in demütigen Seelen, wird deutlicher hervortreten, wenn mein neues Geschenk über jeden von denjenigen ausgegossen werden wird, die zu dieser Zeit in der Welt leben. Ich bringe Geschenke schrittweise, abhängig von der Reinheit der Seele. Meine Anhänger, in jeder Kirche auf der ganzen Welt, werden ein Wiederaufflammen ihrer Liebe zu mir fühlen, da ich sie mit einem größeren Verständnis in Bezug auf meine Verheißung, nämlich Wiederzukommen, umhülle. Mein Geschenk wird bedeuten, dass sie in der Lage sein werden, durch die Spinnweben der Finsternis zu sehen, wie die Wahrheit beginnt, Sinn zu machen. Sie werden jetzt wissen, dass ich zu ihnen spreche, weil sie meine Gegenwart in ihren Herzen fühlen werden. Sie werden mit dem Wissen gesegnet sein, das ihnen durch die Kraft des Heiligen Geistes gegeben wird, damit sie sich angemessen auf mein zweites Kommen vorbereiten können. Meine Anhänger werden durch den Heiligen Geist geführt werden und sie werden mich weder verraten noch werden sie Gotteslästerungen akzeptieren, die ihnen in meinem Namen präsentiert werden. Das ist der Grund, warum mein Wort jetzt schneller verbreitet werden wird und der Heilige Geist bald eine Sehnsucht in ihren Seelen hervorrufen wird nach dem großen Tag, an dem die letzte Posaune erschallen wird, um mein Kommen anzukündigen. Fürchtet euch nicht, meine geliebten Anhänger, ich bin bei euch, obwohl ihr leidet. Bald werdet ihr zahlenmäßig stark anwachsen, und dies wird euch die Zuversicht geben, mir treu zu bleiben. Euer Jesus.